Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas, zusammen mit meinem Schatz. Hi, mein Schatz. Hallo. Und, wir haben Post. Was? Wir haben Post. Das sind bloß Rechnungen, lass es weg. Da ist Post. Das sind bloß Rechnungen. Da ist Post im Wasser. Ist aber nicht an mich. Wo weiß ich das? Das sehe ich. Du bist gar nicht hingelaufen. Das ist rosa, das ist für dich. Nee, rosa für mich. Rosa ist immer Gerichtspost. Ich geh holen. Ja, hol du mal. Ich bin weg. Tschüss. Also wir haben jetzt auf jeden Fall hier einen kleinen, aber feinen Stall gebaut. Unschwer zu erkennen am Schildstall. Und der ist jetzt soweit geschützt. Wir haben ihn ein bisschen optisch eingeteilt, weil wir auch noch Kühe haben wollen. Und hier wandern unsere Hühner, die sehr gerne auch mal ausbüchsen. Wir wissen nur noch nicht genau, wodurch. Machen die nur, wenn wir nicht da sind. Ich brauche die Gerichtsposten, ich bin weg. Ich wollte dir gerade geben. Da war dein Name drauf. Du siehst mich gar nicht. Doch. Nee, kannst du gar nicht. Ich sehe aber deinen Name. Nee. Oh. Da bist. Ich bin gar nicht da. Oh, da komme ich gar nicht drüber. Na klar, einfach durchbacken. So wie die Hühnchen auch. Ich glaube nämlich, die Hühner backen sich nämlich durch das Fass, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es nicht. Wir können bloß leider eine Wand dazwischen stellen, leider. Das passt nicht. Aber das ist nicht weiter dramatisch. Wir werden auf jeden Fall unsere Ella. Und unsere Eva. Und Ella hat übrigens ein Level Up. Die werde ich mal ganz kurz hier verleveln, hätte ich jetzt fast gesagt. Die legen für uns Eier, weil Eier sind sehr hilfreich, habe ich festgestellt. Mhm. Und die haben wir auch auf Wandern gestellt, das heißt, die laufen da jetzt fröhlich frei rum. Ich bin so geschickt. Ich gehe hier raus, springe hier wieder über den Zaun und denke mir, verdammt. Aha. Die legen auf jeden Fall für uns Eier. Die packen wir in den Kühlschrank, weil Eier sind deutlich länger haltbar und bringen Vitamin A. Ich gehe jetzt nochmal rein, futter einen Schinken, denn ich habe hier was für dich. Da. Aha. Oh. Okay, da kann ich ja da vorne schon mal setzen. Das sind aber diese Geländer, ne? Du musst, oder du wirst gleich sehen, wenn du die jetzt aufnimmst, dann ist das eine Wand. Ja. Wenn sie jetzt T drücken, ändern sie das Aussehen bis hin zu einem Geländer. Da siehst du ja, wie das aussieht. Wo muss ich T drücken? Du hältst das, du nimmst jetzt... Auf welche Taste hast du das auf der Tastatur? Ach so, warte mal, ich pack's jetzt auf 0. Mhm. Dann drückst du 0, dann hast du ja eine Wand an deiner Maus. Ah, und dann... Und dann drückst du T. Mit T veränderst du die Form. Ah. Und mit Q kannst du dann nochmal gucken, bevor du das setzt, ob das jetzt außen an dem Fundament sitzt oder auf dem Fundament. Kannst du dir quasi noch optisch entscheiden, was du gerne möchtest. Ach so, warte mal, dann gehe ich mal da runter und gucke mal von hier. Genau, weil du kannst ein Geländer ja außen ans Fundament setzen. Anstatt es oben drauf zu setzen, musst du entscheiden, wie du das gerne hättest. Nee, da kann ich es noch hier hinsetzen. Ah, also okay. Ich mache jetzt mal. Oh. Das ist jetzt aber die Wand. Geh mal hin, wenn du E gedrückt hältst, kannst du sie wieder aufnehmen. Warte. Warte, ich hab's voll unter Kontrolle. Okay. Demolish. Nein, nicht demolish. Pick up. Warte, ich mach. So. Du musst noch einen weiter. Du hast jetzt eine kleine Wand. Du musst einen weiter gehen. Dann müsste der Zaun sein. Ein oder zwei weiter. Versuch's nochmal. Mhm. Ich geh wieder ein Stück zurück, damit du auch setzen kannst. Also da ist eine Wand, ein Fenster, eine Tür nehme ich an. Mhm. Dann kommt ein schräges Element, noch ein schräges. Ah, das darf es sein. Ugh. Okay, jetzt probier es nochmal. Genau. Jetzt noch nie Coins mehr. Das eine hast du aufgenommen. Ja. Genau. Also ja. Man kommt, musst du mal gucken, bis wo du
da hochkommst. Also ich den. Warte. Ach, das habe ich jetzt automatisch auf den 0. Nächsten komme ich nicht hoch. Den danach hier komme ich hoch. Ich meine, wir können ja hier auch Rampen setzen. Wir können hier noch 3 Rampen machen. Dann neben das Schild. Genau. Den nächsten, warte, stopp. Den hier komme ich hoch. Dann würde ich es ans Schild hin, oder? Ja, ich würde hinterm Schild die beiden noch setzen. Und die 3 hier würde ich für als Rampe freilassen, oder? Moment, nee, wir haben optisch 3. Mach 3 bis hierhin. 3 Stück und dann haben wir 2 als Rampe und hier auch nochmal 3 Geländer. Wir sind ja Monk. Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Es sind noch 3, also hier ist ein Fundament, daneben ist ein Fundament und daneben ist ein Fundament. Also da 3 willst du noch hinsetzen. Würde ich sagen, oder? Oder wo würdest du sagen? Ja. Ja. Und hier dann und hier 2 Rampen als Eingang. Ja, ich meine, kannst du ja auch so lassen, aber es sieht gut aus. Und das würde ich jetzt eben bis hier vorne, würde ich das machen. Finde ich gut. Bis hier. Junge Frau, Sie haben übrigens noch 7. Ach so. Und dann das hier freilassen und nur da vorne noch ein Stück, dass es nicht komplett durchgeht. Weil hier ist ja erstmal nichts. Ja, selbst da wenn... Da kommst du sowieso nicht hoch. Selbst wenn hier ein Steg hinkommt, so wie wir da vorne haben, dann können wir ja immer noch ein Zaunelement wieder abreißen. Also, das wieder zu entfernen, ist nicht das Problem. Weil wir haben ja hier vorne, wir haben ja jetzt hier unseren Bereich fertig. Hier vorne soll übrigens auch noch unsere Taverne hin, die wir demnächst mal in Angriff nehmen. Und sobald da oben unser Haus fertig ist, an dem ich gerade fleißig am Bauen bin, oder wir. Und hier haben wir schon mal so einen kleinen Steg gebaut. Einfach damit der, oder ich hoffe mal, dass das Wasser hier tief genug ist, dass der Schoner anlegen kann. Wenn nicht, muss ich noch mit Fundamenten das Ganze ein bisschen rausziehen, weil ich möchte den Schoner optisch angelegt haben und nicht, dass der einfach nur so wie da vorne, die Schaluppe, einfach so in der Bucht steht. Das sieht irgendwie doof aus. Was sagst du? Moment, ich komm. Oh ja. Also, oh, das ja, geht das dann was. Bis hier. Ja, aber nicht um die Kurve, also nur bis... Nein, bis genau hier. Hier ist frei. Und dann nur, gut, da kannst du um die Kurve oder nicht, hier, also von hier bis hier. Nur dieses Stück. Ja. Yeah. Okay, ja. Also da, wo du jetzt bist. Von hier. Von da, da kannst du das Eck noch mitnehmen. Mhm. Genau, bis hier. Okay, da ja. Will ich noch ein Geländer und das bleibt wieder frei. Ja, cool. Doch, das machen wir. Ich habe gerade mal geguckt, ob man mit Steinpfeilern, die wir ja haben, ob man die halb ins Fundament setzen kann. Mhm. Weißt du, als quasi als Knotenpunkt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber okay. Es geht leider nicht. Der setzt sie nur oben drauf anscheinend. Wobei, im Moment, hier sitzt. Ich glaube, ich muss da mit einem Trick arbeiten. Doch, das geht. Ich weiß auch schon wie, da muss ich mit dem Trick arbeiten. Und dann kann ich die so halb reinsetzen, dann haben wir Steinpfeiler als Hälfte hier auf dem Stück, wo kein, kein Dings hinkommt, als Ankerpunkt. Da machen wir dann so, wie am Hafen, diese großen Eisendinger, die da immer sind für die, ja, für die weiß, Taue. Ich weiß nicht, wie die heißen. Genau. Ich weiß, diese Pöller da. Ja, in Minecraft hätte ich jetzt Ambosse genommen. Mhm. Okay. Einfach nur optisch, haben keinen Zweck, aber einfach nur, damit es für uns... bisschen nach Hafen aussieht. Dann irgendwie immer ein Setzen, ein Freilassen, ein Setzen, ein Freilassen oder sowas. Mal gucken, wie es aufgeht. Und dann machen wir das dicht. Und dann da noch die Taverne dahin. Dann hier zwischen vielleicht noch irgendwie was. Oben wollen wir auch noch ein bisschen höher. Wir wollen den ganzen Felsen so ein bisschen verschönern. Mhm. Ein bisschen verschachteln. Ja, lasst euch überraschen. Wird auf jeden Fall interessant und spannend. Und ich gehe jetzt mal nach oben. Und du gehst wieder Stein, Holz und... Ich geh sammeln, ja. Ja, ich komm gleich nach. Ich habe nur 6 Pfeiler für oben. Nee, 7. Ich hoffe mal, die reichen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Und dann komme ich nach. Wer möchte, ne, nach wie vor, sehr gerne gesehen, joint uns nach. Kommt auf den europäischen PvE-Server. Kommt nach B7. Geht auf Brimming Kona Haven. Ich mach mal kurz die Karte auf, dann seht ihr unten ja die Koordinaten. Und dann kommt zu uns, siedelt bei uns, tretet unserer Kompanie bei. Und dann könnt ihr hier mitwohnen, könnt ihr hier mitwirken, könnt ihr hier mitbauen. Wir freuen uns. Oder wir würden uns freuen.
So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt habe ich hier 7 Stück. Komme ich da noch ein weiter? Ja. So. Ne, 7 Stück reichen nicht. Verdammt. Ich brauche noch... 1 oder 2 brauche ich noch. Okay. Und da vielleicht noch ein Fundament. Ja, da brauche ich noch ein Fundament. Das sieht so doof aus. Ja. Also ein Fundament brauche ich. Und... zwei Säulen. Was ist das? Zwei Säulen? Schlangen. Achso, ja. Oh, das Geräusch. Oh mein Gott. Ist immer schön, ne? Und du denkst dir so, what the fuck, nein. Schlangen sind echt toll. Erinnerst du dich an den Spaziergang heute mit der blöden Ente? Ja. Ich werd schreckhaft in echt. Das ist nicht mehr feierlich. Diese Schlangen, die setzen mir voll zu. Ja, leider. Leider. Oh Gott. Sind sie arg lästig? Ja, das ist so. Für alle, die Angst vor Spinnen haben, sind wahrscheinlich in arg die Spinnen ganz traumatisch. Diese Riesendinger, also das ist so, uah. Oh. F13, ja, da fahre ich ja nicht hin. Was? Ich habe eine Journeyman Treasure Map gefunden mit 1168 Gold drin. Oh, ich habe so viele Karten gefunden, die habe ich gar nicht angeschaut. Nee, da fahre ich auch nicht ganz hin, das ist mir ein bisschen weit. Zumal wir im Moment sowieso kein funktionstüchtiges Schiff haben, unser Schiff ist ja noch im Bau. Oh, da bist du ja, Gott sei Dank. Ich bin in deiner Nähe. Muss ich irgendwas töten? Nein, aber ich bleib bei dir. Ich hol Stein. Ja, das ist fein. Ich bin schon voll. Das ist ganz toll. Du kannst auch mittlerweile mehr tragen als ich, ne? Oder wie war das? Ja. Frauen sind immer das stärkere Geschlecht. Nein, sind sie nicht. Da. Nein. Doppel doch. Doppel nein. Oh, ich bin überladen. 535. 561 Steine. Oh, shit. Und da ist ja schon wieder ein Hühnchen. Der ist ja vielleicht in der Aufnahme blöd, wenn man überladen ist, oder? Ja. Bist du schon auf dem Rückweg? Ja. Bist du schon zu Hause? Das ist neu. Ich habe gerade ein Hühnchen entdeckt. Ja, kommst du mir gleich entgegen. Das Hühnchen kannst du später holen. Ich bin selber überladen. Ah ja, gleich wenn du zu Hause warst und wieder auf dem Rückweg bist, weil du bist doch schon wieder fast zu Hause, oder? Ach so, nein, ich bin nicht ganz daheim. Aber ich beeile mich. Ich bin langsam und ein muskulöser Typ und laufe hier vom Strand den Berg hinauf nach Haus. Ach, eigentlich könnten wir da eine Treppe auch mal rüber bauen, oder? Dass das ein bisschen schöner aussieht. Du bist bloß faul. Ja, auch. Hat der Dinky, der liegt schon wieder im Wasser, als wäre er am Absaufen. Oh, müssen wir wieder einsteigen und den Anker heben? Ja, ich glaube, der macht schon wieder die Grätsche. So, ich bin gleich da und dann komme ich dir entgegen, nehme dir was ab. Oh, das ist nett. Ich bin auf dem Weg hoch. Mit dem Geschwindigkeitsrausch. Guck mal da hinten, Leute, da seht ihr unsere Nachbarn. Die sind ein bisschen sehr karg. Leider. Wir möchten noch in Verhandlungen mit ihnen treten, ob sie nicht ein bisschen Begrünung machen könnten, das Ganze ein bisschen mehr schön machen. Ja, das ist halt alles sehr zweckmäßig. Die Mauer, die Wachtürme, das Haus. Fertig. Richtig. Wir haben einfach keine Wachtürme und wir haben keine Mauer gebaut. So brauchen wir auch keine Wachtürme. So müssen wir auch uns nicht verteidigen gegen Tiere. Wir haben Fundamente, an denen die Tiere einfach hängen bleiben. Wo bist denn du jetzt? Den Berg rauf. Bin jetzt an dir vorbei. Hallo. Junge Frau. Ach, da unten. Ja. Oh Gottchen. Ich fang dich. Oh Gott. Ah! Au. Ah, voll ins Auge. Oh. Ach, bist du ein Jammerlappen. Hier hat man nur früher mit euch Kriege gewonnen.
Nee, weiß auch nicht. Geh mal weg, geh mal aus der Kiste raus. So, dankeschön. Oh, jetzt, ich ahn's schon. Was? Ja, ich hab schon gedacht, jetzt hast du mich vollgepackt. So nach na, hallo? Jetzt steht sie da und kommt nicht mehr weg und ihr habt mal Ruhe. Junge Frau, ich bin ja kein Arsch, ne? Nein. Ich hab zwar einen Arsch in der Hose, aber ich bin kein Arsch. Ja, ja, du. Arr. Mit diesen Worten würde ich auch sagen, beenden wir die heutige Folge so langsam aber sicher mal. Wie gesagt, wenn ihr wollt, joint uns sehr gerne nach. In dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht. Lasst bei uns beiden ein Abo da. Aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge mehr von Atlas. Und bis dahin soll es das gewesen sein. Ciao.